Es ist ohne Frage das sportliche Ereignis des Jahres, manche sagen sogar der vergangenen 4 Jahre, die WM. Und es sitzen wieder hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt vor den Fernsehern und jubeln ihrer Mannschaft zu und hoffen, dass sie gewinnt. Im Finale der letzten WM 2010 waren es rund 330 Millionen Menschen, die sich dieses Spiel angeschaut haben. Nur mal zum Vergleich, bei den wirklichen Highlights von Olympia ist es nicht einmal die Hälfte der Menschen, die da vor den Fernsehern sitzen. Aber die WM hat auch eine ganz andere Seite, eine finstere Seite. Eine Seite, die mit viel Geld zu tun hat, mit Korruption und sogar mit Toten. Und das alles ist in Verbindung mit der Organisation, die die WM veranstaltet, nämlich mit der FIFA. Die FIFA ist ein Verein, der extrem in der Kritik steht, extrem umstritten ist und den viele auch als Mafia bezeichnen. Warum, das erfahrt ihr hier in diesem Video und ich garantiere euch, dieses Video ist auch was für euch, wenn ihr euch ansonsten nicht für Fußball interessiert. Vor ungefähr 110 Jahren haben sich einige Menschen in der Schweiz getroffen und haben gesagt, Mensch, bei uns im Land wird zwar Fußball gespielt, aber wir könnten doch auch mal zusammenspielen, internationale Spiele veranstalten. Und da haben sich diese Menschen gedacht, das könnte man doch zu einem Verein machen. Die FIFA wurde gegründet, ein Verein von nationalen Fußballverbänden, die sich in dieser FIFA organisieren und deren Ziel ist es, internationale Turniere zu veranstalten. Das Ganze hat auch ganz gut geklappt. Es wurden immer mehr Fußballverbände auf der ganzen Welt Mitglied der FIFA und bis in die 70er Jahre rein ist die FIFA immer weiter gewachsen. Das Problem ist aber, die FIFA hatte zwar große Macht, was den Sport angeht, aber wenig Geld. Es war immer nur so viel Geld da, dass man zum Beispiel eine WM veranstalten konnte, mehr aber auch nicht. Bis Rauer Havelange Präsident wurde der FIFA. Ich habe ihn garantiert falsch ausgesprochen, aber was soll's, so sieht er aus. Und Herr Havelange war ein Mann, der sehr wirtschaftlich gedacht hat. Ein Mann, der innerhalb weniger Jahre die FIFA umgekrempelt hat zu einem großen Wirtschaftsunternehmen, zu einer Wirtschaftsmacht. Und das hat er nicht alleine gemacht, sondern mit freundlicher Unterstützung von Horst Dassler. Horst Dassler ist ein sehr interessanter Mann. Das ist nämlich der Sohn von Adolf Dassler, der wiederum der Gründer und Chef von Adidas war. Und Horst Dassler hat das gemacht, was vor ihm noch kein anderer gemacht hat. Er hat Werbung mit sportlichen Großereignissen verknüpft. Er hat erkannt, bei solchen sportlichen Großereignissen, da schaut die ganze Welt drauf und wenn man da Werbung macht, dann ist das extrem effektiv. Horst Dassler hat die Vermarktung der WM übernommen für die FIFA und hat der FIFA eine ganze Menge Geld in die Kassen gespült. Wobei man sagen muss, Havelange hat dem Ganzen nur zugestimmt, nachdem er ordentlich bestochen wurde. Nämlich mit ungefähr 1 Million $ für die WM 1982. Und so hat eine lange Tradition von Korruption in der FIFA begonnen. Herr Havelange, ich sage den Vornamen extra nicht, weil er mir zu kompliziert ist, war lange Präsident der FIFA bis in die 90er Jahre rein und erst 1998 bekam er einen Nachfolger, Sepp Blatter. Heißt eigentlich Josef Blatter, war mal Fußballspieler und kommt aus der Schweiz. Unterm Strich auf jeden Fall die FIFA, zuerst ein kleiner Verein, der einfach nur Sport machen wollte und dann ein Verein mit einer Menge Wirtschaftsmacht. Denn das ist das ganz einfache Prinzip. Sportliche Großereignisse schauen sich viele Leute an. Wer da wirbt, der erreicht viele Leute und deswegen kann man Werbung bei solchen Ereignissen für eine ganze Menge Geld verkaufen. Soweit so gut. Die FIFA verdient Geld. Aber was ist daran eigentlich schlimm? Schauen wir uns mal den ersten Vorwurf an. Die FIFA ist wie die Mafia, also eine Art Großfamilie und wer sich gegen sie auflehnt, der hat ein Problem. Passend dazu hat der Sportjournalist Thomas Kistner ein Buch geschrieben mit dem Titel FIFA Mafia und in diesem Buch listet er viele Dinge auf, die für ihn ein Beleg dafür sind, dass die FIFA agiert wie die Mafia. Schauen wir uns bei dem ersten Aspekt an, eine Großfamilie, in der ein Pate das Sagen hat. Eine Großfamilie könnte die FIFA deshalb sein, weil sie ein Verein ist, obwohl sie wie ein Unternehmen agiert, das übrigens im Jahr mehr als 1 Milliarde Umsatz macht mittlerweile. Und in diesem Verein sitzt der Pate Sepp Blatter, der das Sagen hat und machen kann, was er will, denn ein Verein ist nicht unbedingt demokratisch organisiert. Und dieser Pate sorgt auch dafür, dass seine Gespielen an gute Positionen kommen. Zum Beispiel ist ein Neffe von Sepp Blatter in einer sehr guten Position bei der FIFA und Leute, die er mag, die kommen zufälligerweise auch immer an ziemlich gute Posten. Das ist das eine, diese Großfamilie, die unter demokratischen Maßstäben gemessen nicht wirklich sauber ist. Das zweite ist,
ist, wer sich gegen die FIFA auflehnt, der hat ein Problem. Das haben schon einige Sportjournalisten zu spüren bekommen, die einfach mal Drohanrufe bekommen haben. Es gibt sogar einen Fall, bei dem die Frau eines Kritikers der FIFA bedroht wurde und wo gesagt wurde, wir wissen, was mit dir und mit deinen Kindern passieren kann. Es gibt Fälle, in denen Telefone abgehört wurden, auch die Zentrale in der Schweiz der FIFA wird wohl abgehört. Und wer sich dagegen auflehnt von Verbandsseite, wenn Fußballverbände sagen, uns gefällt nicht, was die FIFA macht, dann sagt die FIFA, na gut, dann seid ihr halt nicht bei der nächsten WM dabei. Und dann zieht man natürlich seine Kritik ganz, ganz schnell zurück. Dazu kommt, dass der Pate in dieser vermeintlichen FIFA-Mafia eine ganz besondere Rolle spielt. Sepp Blatter, als er 2002 wiedergewählt werden wollte, hat er eng mit dem Staat Katar zusammengearbeitet, der ihm ein Flugzeug zur Verfügung gestellt hat, mit dem er Werbung in den einzelnen Ländern für sich machen konnte, der ihm viel Geld bezahlt hat für seine Wahlwerbung. Sepp Blatter wurde wiedergewählt und komischerweise geht die WM 2022 an Katar. Kann Zufall sein, muss es aber nicht. Könnte aber natürlich sagen, na gut, mafiöse Strukturen gibt es auch in einigen Unternehmen und na gut, dass da jetzt nicht alles demokratisch läuft, was soll's. Gibt aber noch mehr Vorwürfe. Vorwurf Nummer 2 ist, die FIFA geht über Leichen. Das ist so ziemlich der härteste Vorwurf, den man einem Unternehmen machen kann. Und zuerst klingt es auch mal ziemlich absurd. Wie kann ein Verein, der Fußballspiele veranstaltet, über Leichen gehen und für den Tod von Menschen verantwortlich sein? Die Frage ist relativ einfach beantwortet. Schauen wir uns mal die WM 2022 in Katar ein bisschen genauer an, über die ich gerade schon gesprochen habe. Eine WM im Vorfeld extrem kritisiert, das lassen wir aber mal beiseite. Für so eine WM müssen natürlich Stadien gebaut werden. Da müssen Straßen gebaut werden, da muss einfach eine Infrastruktur geschaffen werden. Dafür braucht man Leute, logischerweise. Die Leute für die WM 2022 in Katar kommen vor allem aus Indien und aus Nepal. Und wie sich später herausgestellt hat, wurden diese Arbeiter, nachdem sie ins Land gekommen sind, ziemlich schlecht behandelt, teilweise wie Sklaven behandelt. Ihnen wurden die Pässe abgenommen, sie wurden eingepfercht in enge Unterkünfte, haben wenig zu essen bekommen, wenig zu trinken, mussten sehr, sehr viel arbeiten. Und dabei sind wohl auch Menschen zu Tode gekommen. Allein im vergangenen Jahr sollen es mehr als 300 Inder gewesen sein, die gestorben sein sollen. Auch in diesem Jahr soll es Tote auf der WM-Baustelle gegeben haben in Katar. Und die FIFA selbst, die als Ausrichter des Turniers natürlich auch eine gewisse Verantwortung trägt, die hat sich zuerst mal totgeschwiegen, gar nicht zu den Vorwürfen gesagt. Und erst als der Druck immer größer wurde, hat Sepp Blatter sich hingestellt und ein Statement dazu abgegeben, in dem er unter anderem gesagt hat, naja, es kommt eben mal vor, dass auf Baustellen Menschen umkommen, das ist überall auf der Welt so, insbesondere bei WM-Spielorten. Und Franz Beckenbauer, immerhin bis 2011 Mitglied des wichtigsten FIFA-Gremiums, nämlich des Exekutivkomitees, hat gesagt, ich war persönlich in Katar, ich habe dort keine Sklaven gesehen. Und Katar ist nicht das einzige Beispiel dafür, dass die FIFA offenbar nicht so genau hinschaut, wenn irgendwo Leute sterben wegen eines Turniers, das die FIFA organisiert. In Südafrika gab es während der Apartheid, also während der Zeit, in der Weiße, Schwarze massiv unterdrückt haben, auch umgebracht haben, eine große Unterstützung von der FIFA für das weiße Regime. Und bis heute hat sich die FIFA nicht dafür entschuldigt. Vorwurf Nummer 3, der FIFA gemacht wird, die FIFA tut alles für Geld. Nochmal kurz zur Orientierung, die FIFA macht mittlerweile pro Jahr mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie Haribo Umsatz macht. Und Haribo ist immer ein Unternehmen, das weltweit Produkte verkauft. Die FIFA ist allerdings immer noch ein Verein und kein Unternehmen. Das hat ordentliche Steuervorteile, da die FIFA auch noch einen Sitz in der Schweiz hat. Das ist jetzt vielleicht moralisch verwerflich, aber noch nicht unbedingt strafbar. Was die FIFA aber macht bei WM-Turnieren, das ist Exklusivzonen, um WM-Stadien zu verhängen. Das bedeutet, dass die Sponsoren, die im Rahmen der WM werben, zum Beispiel Coca-Cola, zugesichert bekommen, außer euch darf niemand in diesem Bereich, in dieser Exklusivzone, Produkte verkaufen, die euren ähnlich sind. Das hat dazu geführt, zum Beispiel bei der WM 2010 in Südafrika, dass viele kleine Händler, die in dieser Exklusivzone lagen, obwohl sie dafür gar nichts konnten, ihre Geschäfte zumachen mussten während der WM und pleite gegangen sind, bankrott gegangen sind und jetzt heute in Armut leben. Das Ganze ist in Deutschland auch versucht worden. In Deutschland ist aber die Wirtschaftslobby deutlich stärker gewesen und da hat das nicht ganz so gut geklappt. Aber es droht wieder in Brasilien jetzt bei der WM, denn auch hier mussten viele kleine Händler ihre Geschäfte zumachen. Und das ist nicht das Einzige. Die FIFA verdient offenbar auch ordentlich mit an den Hotels und anderen Immobilien, die in den Zonen rund um die WM-Stadien gebaut werden. Und für diese Hotels und super tollen Immobilien, Penthouse-Suiten und was auch immer, müssen
müssen Leute umziehen, weil deren Häuser einfach abgerissen werden. Diese Leute haben keine Wahl. Zu denen wird gesagt, so, und in einem Monat zieht ihr aus. Kriegen vielleicht noch eine kleine Abfindung und das war's. In Brasilien schätzt man, es gibt keine offiziellen Zahlen, dass bis zu 170.000 Menschen an den WM-Standorten umziehen mussten, ohne dass sie darüber entscheiden konnten. Auch hier geht der FIFA offenbar, sagen die Kritiker, Geld über alles und die Menschen sind ihnen nicht so wichtig. Die Frage ist, was sagt die FIFA eigentlich selbst zu diesen ganzen Vorwürfen? Gar nicht so viel, muss man sagen. Die FIFA mauert bei kritischen Fragen gerne mal und wenn sie antwortet, wie jetzt zum Beispiel Präsident Sepp Blatter bei einer Pressekonferenz, dann ist das oft nicht so ganz klar, was er da eigentlich sagen will. Also ich meine, das ist eine Sache, die liegt so lange zurück und für uns ist dieses Thema erledigt. Stattdessen präsentiert sich die FIFA aber auf ihrer Homepage gerne als nachhaltiges Unternehmen, das sich natürlich seiner Verantwortung bewusst ist für die WM-Standorte und das alles dafür tut, dass es den Menschen gut geht. Das zwar Geld verdient, aber dass mit diesem Geld auch verantwortungsvoll umgeht. Und was diese ganzen Korruptionsvorwürfe angeht, von wegen die WM findet nur in diesem Land statt, weil da einzelne Mitglieder des Exekutivkomitees bezahlt wurden oder da ist irgendwie eine gemauschelte Wahl gewesen oder so, dem geht die FIFA immer aus dem Weg, indem sie sagt, naja, wir regeln das schon intern. Und dazu gehört auch, dass die FIFA vor allem auch wegen der Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen eine sogenannte Ethikkommission gegründet hat. Das ist eine Gruppe von unabhängigen Menschen, die das Gebaren der FIFA überwacht. Das Problem ist aber, diese Ethikkommission kann nur dann handeln, wenn sie von der FIFA beauftragt wurde und insbesondere von Präsident Sepp Blatter beauftragt wurde. Das heißt also, wenn es irgendwas gibt, bei dem Sepp Blatter sagt, da wurde was gemauschelt, das soll nicht unbedingt an die Öffentlichkeit, dann beauftragt er einfach nicht die Ethikkommission. Also eine Ethikkommission, die so ein zahnloser Papiertiger ist, wie man immer so schön sagt. Und was andere Vorwürfe angeht, gerade auch bezüglich der Toten, da sagt die FIFA, naja, das liegt in der Verantwortung des Landes, wir geben den Richtlinien an die Hand und die müssen die auch einhalten und wenn sie es nicht tun, dann sind sie selber schuld. Man könnte ewig weiterreden über die FIFA, man könnte darüber sprechen, dass die FIFA zum Beispiel der internationalen Kriminalpolizei Interpol mal 20 Millionen Euro ungefähr gespendet hat, dass die FIFA oft mit Staatschefs und sonstigen Politikern zusammenarbeitet, die es wollen, dass die WM in ihr Land kommt, weil das gut fürs Image ist und deswegen beide Augen zudrücken und fünfe gerade sein lassen. Viele Dinge, die man kritisieren könnte. Ihr merkt, dieses Video hat eine leichte Schlagseite diesmal. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, an einigen Punkten neutral zu sein, aber ihr merkt schon meine Meinung. Ich finde, die FIFA ist ein Verein, der dringend reformiert gehört. Hat die FIFA übrigens auch probiert. Vor einiger Zeit hat nicht so ganz geklappt. Heute geht es um die Schattenseiten der WM. Wichtiges Thema, bitte ganz angucken. Die Weltmeisterschaft kostet dem brasilianischen Staat Milliarden von Euro. Riesige Stadien werden aus dem Boden gestampft. In einem Land, in dem Korruption herrscht, eine extrem gespaltene Gesellschaft lebt und das Sozial- und Bildungssystem am Boden liegt. Drogengangs beherrschen ganze Städte und unzählige Straßenkinder leben in den armen Vierteln der Großstädte wie Sao Paulo oder Rio de Janeiro. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso man so ein kaputtes Land die WM überhaupt austragen lässt. Klar, Brasilien hat natürlich im Gegensatz zu Katar eine große Fußballtradition. Aber der wahre Grund ist, dass FIFA-Chef Sepp Blatter einen engen Kontakt zum vorherigen Präsidenten und den hohen Sportfunktionären Brasiliens pflegt, die den Fußball dort mafiaartig lenken. Der Weltfußballverband FIFA ist mittlerweile ein ganz normaler Großkonzern geworden. Das heißt, es geht nicht um den sportlichen Aspekt. Nein, es geht darum, möglichst viel Geld mit einer WM zu verdienen. Und das scheint in Brasilien wunderbar zu funktionieren. Gut, jetzt kann man sagen, so eine WM, die hilft doch der Bevölkerung und spielt Geld ein. Ja, sie spielt verdammt viel ein. Aber für wen? Einmal für die FIFA, die mit Milliarden Gewinn rechnet. Und dann für einige wenige brasilianische Großunternehmer, die eh schon reich sind. Kurzfristig gibt es mehr Jobs, langfristig nicht. Im Gegenteil. Man könnte mit den 10 Milliarden, die die WM den Staat kostet, das Bildungssystem reformieren. Man könnte die Armut bekämpfen. Man könnte dafür sorgen, dass jedes Straßenkind etwas zu essen bekommt und nicht mehr Drogendealen gehen muss, um zu überleben. Was macht man stattdessen? Man baut luxuriöse Stadien, die nach der WM kein Mensch mehr braucht. Das ist nur Prestige. Der Staat will zeigen, wie in Brasilien, wir haben auch so tolle Stadien wie ihr in Europa. Echt toll. Nach der WM werden diese Stadien leer stehen. 4 Städte haben nicht mal Erstligavereine. Wer soll denn nachher die Stadien besuchen?
Zudem wurden für die WM ganze Stämme der Urvölker umgesiedelt und Dutzende Arbeiter starben bei Unfällen während des schlecht abgesicherten Baus. Seit einem Jahr rebelliert die Bevölkerung. Die Mehrheit will mittlerweile die WM nicht mehr. Sie fordern, dass der Staat endlich was gegen die Armut tut. Sogar indigene Völker gehen mit Pfeil und Bogen auf die Straße. Demonstrationen und Streiks folgten. Der Staat antwortet mit brutaler Polizeigewalt. So kurz vor dem Ziel sollen die Armen nicht das makellose Bild von Brasilien zerstören, das man der Welt präsentieren will. Hier seht ihr die Bilder von einem Streik der U-Bahn-Fahrer, der von der Polizei niedergeschlagen wird. Brasilien soll makellos aussehen, modern und tolerant. Die Touristen sollen begeistert sein von den Südamerikanern. Für Armut ist da kein Platz. Streunende Straßenkinder sind unerwünscht und passen nicht in das Bild. Deshalb geht seit neuestem die brasilianische Polizei hart gegen sie vor. Sie werden aus den Regionen um die Stadien verjagt oder verschwinden einfach. Niemand sucht die Heimatlosen. Der dänische Journalist Mikkel Keldorf deckte Unfassbares auf. Nämlich, dass brasilianische Eliten aus Wirtschaft und Politik, die von der WM profitieren, korrupte Polizisten in sogenannten Killertrupps losschickten, um die Straßen zu säubern und die Kinder abzuschlachten. Dieser brasilianische Politiker erklärt es. In den meisten Fällen sind es Personen aus dem öffentlichen Sicherheitssektor, also Polizisten oder Leute vom Militär. Angeheuert werden sie von Unternehmern, die die lokale Macht haben. Sie sollen Kriminelle, Obdachlose und andere Menschen, die ungewollt sind, umbringen. Die Bosse dieser Tötungskommandos sind oft gewählte Politiker, von Ratsmitgliedern bis zu Bürgermeistern. Während die Touristengegenden gesäubert werden, wird etwas außerhalb ein großes Verbrechen akzeptiert, und zwar Kinderprostitution. Nach Thailand ist Brasilien die beliebteste Anlaufstelle für Sextouristen. Offiziell ist es zwar verboten, aber Polizeiautos fahren täglich untätig am Kinderstrich vorbei, obwohl die Regierung angekündigt hat, hart dagegen vorzugehen. Wenn man den Notruf wählt, geht oft niemand ran. Die WM mit den vielen Touristen soll den Zuhältern Rekordgewinne verschaffen. Die Kinder müssen sich oft prostituieren, weil ihre Familien Geld brauchen oder weil sie in die Hände einer skrupellosen Mafia gefallen sind. Eine Zeitung deckte auf, dass es einen eigenen Taxiservice gibt, der Touristen zu dem Kinderstrich fährt. Ganz bequem. Wie kann sowas sein? Wie kann man dort eine WM austragen? Muss nicht die FIFA auch was dagegen tun? Die Einstellung des Weltfußballverbands bringt Generalsekretär Jerome Walke ganz ehrlich auf den Punkt. Die WM ist nicht dazu da, Probleme zu lösen. Eine WM ist eine WM. Kann man sich wirklich so leicht aus der Affäre stehlen? Was meint ihr? Und warum hört man so wenig darüber in den Massenmedien? Die berichten von einem Sommermärchen und König Fußball und schweigen die Probleme tot. Aber sobald der Putin in Russland auch nur spazieren geht, stürzen sich alle direkt drauf und interpretieren es als Kriegserklärung. Aber hier? Probleme? Ach, nicht so wichtig, wir haben doch die WM und Bier und Fußball, die Leute sollen Spaß haben. Was macht eigentlich Deutschland? Was macht der DFB? Die ziehen sich auch geschickt aus der Affäre und haben sich im abgelegenen Santo André für Millionen ein eigenes Luxusdorf gebaut. Streng bewacht und abgeschottet von den Problemen des Landes. Teilt bitte das Video auf Facebook, damit endlich mehr Leute auf diese Problematik aufmerksam werden.